Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, ich grüße euch. Sehr herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Mittwochnacht, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, das heißt bei uns immer eine offene und freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Frank. Frank ist 38. Guten Morgen. Hallo Frank. Ja, bin ich schon auf Sendung? Ja, du bist also auf Sendung. Ja, hallo Frank. Das ist ein bisschen ungewohnt jetzt. Ich glaube, ich mache mal das Bild weg. Ja, mach das Bild weg. Dann kann man besser, glaube ich, reden. Das irritiert ein wenig. Ja, wegen der Zeitverzögerung, ne? Ja. Ich habe es jetzt ganz rausgemacht. Es geht ja erst ins Weltall und wieder zurück und das sieht dann alles ein bisschen seltsam aus. Okay. Ja, was geht's, Frank? Ich habe so ein sehr großes Schicksal. Ich habe vor 3 Jahren bin ich zu meiner Hausärztin, weil ich Probleme mit, hatte so Veränderungen bei mir gespürt und dachte, ich gehe mal hin und habe mit ihr gesprochen. Was für Veränderungen waren das? Ich habe gedacht, da stimmt was mit meinem Hoden nicht. Und habe mich geschämt davor. Und habe mich da wirklich überwinden müssen. Was meintest du denn, was damit nicht stimmt? Ja, es war irgendwie das Gefühl, dass es größer ist, als da stimmt irgendwas nicht. Das fühlte sich alles nicht mehr so normal an. Verstehe, ja. Habe mit der Hausärztin darüber gesprochen, zu der hatte ich eigentlich so weit Vertrauen. Sie hatte mich aber dann auch dann sofort zum Urologen verschickt. Was der beste Weg ist in so einem Fall. Ja. Und der hatte dann noch am gleichen Tag gesagt, dass das also Verdacht auf Krebs wäre. Oh. Und hat mich dann auch sofort zur Klinik überwiesen, noch an dem gleichen Tag. Ja. Und in der Klinik selber wurde das dann noch bestätigt. Und man hatte dann mir gesagt, dass ich Krebs hätte. Also Hodenkrebs. Das ist Hodenkrebs. Und es wurden dann noch mehrere Untersuchungen gemacht. Und man hatte dann das auch festgestellt, dass Prostatakrebs und so weiter. Ach so, dass Prostatakrebs auch dazu kam. Das war alles, Ist aber für das Alter 38 noch. Ich bin ja jetzt 38. Genau, da warst du vor 3 Jahren. Ungewöhnlich. Also ein schlimmer und fürchterlicher Befund, wenn man sagt, sie haben Hodenkrebs und Prostatakrebs mit 35 Jahren, schlägt einen das, glaube ich. Aus der Bahn, ne? Hatte mich erstmal ich wusste zuerst nicht, was ich jetzt tun sollte. Was hat man denn mit dir getan? Was wurde gemacht? Eine Operation erstmal wahrscheinlich? Also man hatte mich eigentlich, ja, man hat dann natürlich mich aufgeklärt und mich darauf hingewiesen, dass wenn es nicht operiert werden würde, also dass es zum Tode führen kann. Bist du operiert worden? Ich bin dann noch am gleichen Tag dann also sofort operiert worden. Was hat man alles operiert? Wie groß war der Eingriff? Ja, der Eingriff ist dann so abgelaufen, dass man mir mich vor der Operation aufgeklärt hat, was man denn alles entfernen würde. Was hat man alles entfernt? Ja, letztendlich alles. Man hatte die Hoden entfernen müssen, die Prostata, und das Genital wurde entfernt, also der Skelett wurde entfernt. Der Penis ist auch entfernt worden? Ja, das hatte man mir auch vor der Operation gesagt, dass sowas passieren kann. Man hat das dann gefragt, ob man mich aus der Operation, also aus dem Koma erwachen und mir die Ergebnisse berichtet. Also man hatte gesagt, was denn Schritt für Schritt dann so wäre. Und während der Operation wurden Untersuchungen nochmal gemacht. Ja, das weiß man. Hat also in der Pathologie das dann untersucht, Gewebeproben gemacht. Also daraus schließe ich, dass das so ernst war, dass man dann diesen radikalen chirurgischen Eingriff vornehmen musste.
Was bedeutet das jetzt für dich? Du hast keinen Penis, du hast keine Hoden. Wie geht das, wenn du zur Toilette gehst? Also anfangs war das sehr schmerzhaft, weil man hatte da gar nichts. Es war alles entzündet. Das war ja durch die Operation. Das war etwas schwierig. Es ist doch eigentlich dann nur eine Öffnung, oder? Ja, kann man schlecht beschreiben. Es war halt, ja, so gesehen, man hatte dann mit Kathetern halt, es war zwar immer wund, aber ohne einen Katheter konnte man, also man hatte dann so ein Beutelchen. Das ist klar, nach Operationen muss man das natürlich so machen. Ich hatte die ersten 2-3 Monate war das, ja, ich war eben. Wie ist es denn heute, Frank, wenn du nach unten schaust, wenn du das für mich beschreiben solltest, wie sieht das aus? Also ich habe eine Prothese bekommen. Das ist eine Prothese bekommen? Eine Prothese, das ist künstlich, das ist so wie zum Harnaustragen quasi. Also eine Penisprothese, ja. Quasi. Das habe ich noch nie gehört. Wie bringt man die an? Wie sieht die aus? Ja, das ist so ein ganz, ja, etwas weicheres Material, so ein Kunststoff. Ähnlich ist das so. Das ist eigentlich, dient eigentlich nur für den Ausgang halt, so dass man zur Toilette gehen kann. Ja. Weil vor dem hatte ich, wie gesagt, vorher konnte ich ja nicht selber, da hatte man einfach einen ganz normalen Beutel, also wie so ein Außen hatte man dann. Ja, aber lass mich nochmal fragen zu dieser Prothese. Diese Prothese sieht aus wie ein Penis. Ja, das hat so die Form. Wie ist diese Prothese denn an den Unterkörper befestigt? Ja, das hat man, es ist ja eine, man könnte es, es ist ja mit den Haaren, mit den, mit der Harnröhre ja verbunden. Achso, das heißt, du kannst diese Prothese nicht abnehmen? Nein. Ist die festgenäht, die Prothese? Ja, das ist so fest. Die ist an die Haut? Fixiert. Ah, ja. Und durch diesen Hahn, dass man eben halt auch wieder ganz normal zur Toilette gehen kann. Du kannst durch diese Prothese urinieren. Ja, genau. Das ist eigentlich der Grund gewesen, warum ich das auch gesagt habe, weil sonst hätte ich immer einen Beutel haben müssen. Und das klappt so auch ganz gut? Mittlerweile ja. Das ist erstaunlich. Das habe ich noch nie gehört, dass man das machen kann. Jetzt aber eben noch über diese Details reden. Erstmal noch die wirklich wichtigste große Grundfrage. Mit dieser schweren, mit diesem großen chirurgischen Eingriff, hat man den Krebs besiegt? Also ich habe das erstmal gar nicht verstanden. Ich dachte, dachte ich immer, dass Krebs Tod bedeutet, dass man im Grunde genommen zwar was entfernt, aber dass man eigentlich dass man gar nicht überlebt. Das wusste ich ja gar nicht. Es gibt ja viele Menschen, die nach Therapien und Operationen dann wieder ein ganz normales Leben führen. Ja, aber das wusste ich gar nicht so genau. Und ich dachte, dass das jetzt irgendwie, dass das über mehrere Monate oder Jahre sich vielleicht noch hinzieht, aber dass ich das irgendwie nicht überleben werde. Führst du denn ein normales Leben? Ich führe eigentlich jetzt mittlerweile ein normales Leben. Ja. So, die Frage war, wie weit ist der Krebs? Ich meine, man sagt ja immer so, nach 5 Jahren kann man es erst richtig sagen. Aber aktuell bist du krebsfrei, soweit man das diagnostizieren kann? Also ich bin jetzt vor kurzem wieder zu so einer Kernspind gewesen, wo man dann nochmal Blutwerte gemacht und dieses Gerät, wo man durch so eine Röhre geschoben wird, wo dann alles nochmal untersucht worden ist, da sind jetzt keine Metastasen auffällig gewesen. Das ist ja schon eine sehr gute Nachricht. Und diese Strahlentherapie, also ich hatte keine Chemotherapie gehabt, sondern wurde von solchen Ionen bestrahlt. Und also Strahlentherapie. Also hast du eine ganze Menge jetzt schon hinter dir, Frank, in den letzten 3 Jahren. Ja. Wie geht man als so junger Mann, der du ja noch bist, damit um, dass man ja komplett impotent ist und dass die Sexualität, dass es nie wieder Sexualität geben wird? Im klassischen Sinne Sexualität. Anfangs sehr schwierig. Ich habe Gott sei Dank eine Familie, die mit der ich ja, wie gesagt, immer noch zusammen bin. Also meine Frau, Kinder. Ach so, du hast Frau und Kind. Die haben das mit begleitet und haben das, also haben mich aufgefangen. Und deine Frau steht jetzt auch so in dieser Weise zu dir? Steht dazu. Ich muss ehrlich sagen, es war natürlich anfangs sehr schwierig, mich meiner Frau, ich habe also beispielsweise
ging es, wenn man ins Bad ging, dass man also die Tür zugemacht hat, dass man abgeschlossen hat. Dass also du hast also dich vor deiner eigenen Frau geschämt, ja, wie das jetzt da unten aussieht. Ja, Licht ausgemacht, im dunklen Schlafanzug an oder sowas. Oder erst gar nicht, dass man, das war schon schwierig an. Kannst du mit dieser Penisprothese, wenn auch du keine Gefühle dabei hast, kannst du mit dieser Prothese mit deiner Frau schlafen? Nee, da müsste ich, dann müsste ich was anderes, so stabil, also das ist ja, da müsste ich was haben, was ja, ja, weiß ich nicht, wie was anderes konstruiert ist wahrscheinlich. Ja, die müsste ein bisschen, also das würde nicht funktionieren, aber das ist auch im Kopf Spiel da, das ist ja das, was ich mir so nie vorstellen konnte, das ist das Spiel sehr vieles im Kopf ab. Dass man. Das haben mir auch schon sehr viele Leute erzählt, die querschnittsgelähmt sind. Dass die Sexualität eine ganz andere Bahn nimmt und dass im Kopf ein ganzes Feuerwerk der Sexualität entsteht, was man sich vorher hat gar nicht vorstellen können. Es spielt sehr vieles im Kopf ab. Also ich kann es aber körperlich eigentlich jetzt so nicht, so was man spürt, kann ich ja nicht erwidern. Ist klar. Weil Gefühle habe ich ja gar aber nicht mehr. Aber du hast eine Lust auf Sexualität. Kann man das sagen? Sexualität spielt ja nicht nur im genitalen Bereich. Nee, natürlich nicht. Nee, nee. Im weitesten Sinne meine ich. Ich kann meine Frau im Arm nehmen, man kann sich küssen oder solche Zärtlichkeiten austauschen. Gibt es denn noch Sexualität zwischen dir und deiner Frau? Im Rahmen dessen, was ihr machen könnt. Also im Moment noch sehr wenig. Also es begrenzt sich also auf das, was ich gerade schon gesagt habe, auf Kuscheln und Knutschen, Umarmen oder solche Zärtlichkeiten in dem Sinne. Aber da sind auch sehr viele Ängste noch drin. Verstehe, da muss man sich wahrscheinlich auch erst dran rantasten. Es ist alles sehr, sehr schwierig. Aber Frank, toll, dass deine Frau zu dir steht und dass du die Familie hast. Ich meine, das ist ja nun wirklich eine heftige Sache, die du dadurch hast stehen müssen. Es hätte dir fast das Leben gekostet. Und jetzt bist du ein anderer Mensch als vorher nach diesem Eingriff, das ist ja klar. Ja, ich hatte eigentlich auch Angst, natürlich, wie vieles. Ich hatte schon Angst davor, dass man mich nicht mehr als Mann einnimmt, dass man sowas Frau sagt, wenn Brustkrebs oder sowas, dass die entstellt sind, dass man sich nicht mehr attraktiv fühlt und dass Trennungen entstehen oder so. Davor hatte ich natürlich auch Angst, dass man mich nicht mehr als Mann akzeptiert. Vor allen Dingen deine Frau dich nicht als Mann akzeptiert. Das aber das ist alles im grünen Bereich im Moment. Also das ist, ich muss sagen, das hat aber auch damit zu tun, dass ich seit der Erkrankung in Therapie gehe, in einer Psychotherapie gehe, um mich noch psychisch ein wenig... Verstehe. Was sicher auch ein sehr, sehr guter Schritt ist, finde ich auch. Also, lieber Frank, ich wünsche dir wirklich, dass der Krebs hundertprozentig besiegt ist und dass du weiter in dir ein gutes Leben führen kannst und dich noch mehr damit arrangierst und vor allen Dingen, dass deine Frau... dass sie eine gute und glückliche Ehe weiterhin führt. Was mir noch auf dem Herzen liegt, weil was ich eigentlich auch mein Grund ist, warum ich das versuche, Öffentlichkeit zu suchen, ist noch, dass ich versuchte, in den letzten Monaten eine Selbsthilfegruppe zu gründen oder auch Informationen weiterzubringen. Weil ich habe gemerkt, wie schwierig es für mich war als Mann. Ja. Heißt das, dass du Gleichgesinnte suchst? Ja, Gleichgesinnte und vor allen Dingen ein Appell an die Männer zu sagen, also bitte geht auch mal zum Arzt hin, lasst euch ruhig untersuchen. Man kennt das nämlich, diesen Spruch, wenn man bei der Bundeswehr geht, da wird dann mal untersucht und fest. Ja, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, warum. Ja. Also Frank, ich verspreche dir, wenn Interesse besteht von Seiten verschiedener Zuschauer, Zuhörer, mit dir in Kontakt zu treten, dass wir den Kontakt herstellen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und Glück. Ja. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr mich hier auch gerne uns erreichen wollt, dann meldet euch ganz einfach. Hier ist Maike. Maike ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Maike. Hallo. Um was geht's bei dir?
Ja, es geht um Folgendes. Und zwar, ja, ich will das mal betiteln als Eifersucht und Angst um meinen Mann. Und zwar ist der im November operiert worden. Und zwar hat er eine Magenverkleinerungs-OP machen lassen. Ich gehe davon aus, dass er recht pummelig ist, wenn er das... Ja, das, ja, es war extremes Übergewicht da und er hat sich also durch eine Schlauchmagen-OP den Magen rausnehmen lassen. Ja, wie viel hat er gewogen? 180 Kilo. 180 Kilo? Ja. Holla. Bei einer Größe von? 1,82 Meter. Ja. Und ich bin auch nicht die schlankeste und... wie viel wiegst du denn, wenn ich fragen darf? 125 Kilo. Holla, sage ich da auch nochmal. Dankeschön. bei was für einer Größe? 1,72. Ja, ist zu viel, Maike. Ist ein paar Pfund zu viel. Ja, ja, das weiß ich. Das weiß ich. Naja, mein Mann hat seitdem über 40 Kilogramm abgenommen. Mhm. Und nun, ja, allmählich kommt so bei mir in den Kopf, dass, ja, dass er nun natürlich auch wieder im Allgemeinen fitter wird. Er wird nach außen hin wieder, ich sag mal, attraktiver für andere, obwohl er für mich immer attraktiv war. Ja. Ich meine, ich habe ihn kennengelernt, da hat er auch schon Übergewicht, aber natürlich nicht dieses Übergewicht. Ich sag mal, das ist so im Laufe der Jahre bei uns beiden eigentlich so, ja, angekommen. Kurze Zwischenfrage. Futtert ihr zu viel, dass ihr beide so dick seid? Oder was ist los? Ich sag mal so, bei uns war und ist es immer Frühstessen gewesen. Wir beide haben in unserer Beziehung, Ehe schon sehr viel miteinander durchmachen müssen. Mhm. Wie lange verheiratet? Wir sind fast 12 Jahre verheiratet. Ah ja, Kinder? Eine Tochter. Eine Tochter. Von 10 Monaten. Ach, so ganz, ganz frisch und klein noch. Ja, genau. Ah ja. Glückwunsch. Danke. Und es war halt immer sehr viel... Also Frust, das heißt, wenn irgendwelche Probleme auftauchten, wo auch immer, da wurde reingehauen. Ja, sozusagen. Ja. Und es war halt nicht so, ich sag mal, über Tag, sondern auch beruflich bedingt, dann halt abends und dann warm und dann natürlich auch nicht wenig, ne? Ja, so, jetzt ist dein Ehemann heruntergemagert auf 140 Kilo. Nein, schon unter 140. Ja, unter 140 schon, aber so, sagen wir 135. Ja, ich weiß nicht jetzt gar nicht. Naja, so um die Kante. So und du hast Angst, dass er, ich führe es mal weiter aus, du hast Angst, dass er jetzt noch attraktiver wird und hast du Angst, dass er einen Blick auf andere Frauen jetzt wirft? Obwohl ich diese Angst eigentlich nicht haben müsste, das weiß ich absolut. Also klar, ich sag mal, Männer werden immer irgendwo auch mal nach anderen Frauen tun, aber das tun wir Frauen ja auch nach Männern davon. Klar, die machen das nur ein bisschen raffinierter, das merken wir nicht so schnell. hat er denn irgendeine Bemerkung schon mal gemacht, dass du eben zu pummelig bist? Nein, überhaupt nicht, nein. Gibt es denn für dich auch die Überlegung, dass er einen solchen chirurgischen Eingriff vornehmen zu lassen, wie er es getan hat? Also ich muss sagen, nach diesen ganzen Komplikationen, die er jetzt danach gehabt hat, er ist also jetzt bis gerade gestern noch wieder im Krankenhaus gewesen, er ist mir einmal kollabiert hier zu Hause, war also fast eine Viertelstunde nicht ansprechbar, sodass ich den Notarzt und Rettungsdienst rufen musste. Oh ja. Und das als Nachwirkung der Operation? Ja, aufgrund dessen, dass er halt, ja, dadurch, dass der Magen ja fast nicht mehr da ist, er nur sehr wenig trinken konnte, beziehungsweise sich vielleicht auch nicht genug gezwungen hat und dann, ja, hat sich eins zum anderen gekommen. Und das heißt, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, ne? Und ja, ja, klar, er musste sehr viel erbrechen in der ersten Zeit, was eigentlich auch heute noch teilweise da ist. Folglich bist du etwas abgeschreckt, erstmal auch so etwas machen zu lassen. Ja, klar, aber auf der anderen Seite, ja. Aber deine Grundangst ist, dass er jetzt auf andere Frauen guckt oder dass andere Frauen jetzt vielleicht auch mehr auf ihn gucken? Ja, also wie gesagt, nicht, dass er unbedingt auf andere Frauen guckt, sondern dass andere Frauen auf ihn gucken. Ach so. Na, da muss er noch ein bisschen was machen, glaube ich. Mit 135 Kilo ist es noch immer ein bisschen viel. Naja, das kennt mein Mann nicht, das sieht trotzdem gut aus. Ja, aber ich meine, die Grundfrage ist ja, wie ist eure Ehe gut? Also ich muss sagen, ich könnte mir eigentlich keinen besseren Ehemann wünschen. Was für eine Aussage. Was für eine Aussage. Ja, was für eine tolle Aussage, meine ich, von dir. Dann verstehe ich deine Ängste eigentlich gar nicht. Ja, die kann man eigentlich auch so, ja, wahrscheinlich nicht nachvollziehen, warum das ist. Wir hatten gerade neulich, dass ich also ziemlich down war und aufgrund, ja, von, ich sag mal,
ja, ganz banalen Aussagen vielleicht, die, ich sag mal, im Normalfall einen nicht irgendwie runterziehen könnten. Was wäre das? Was war das für eine Aussage? Ja, was weiß ich nicht. Ich sag mal, in einem Gespräch mit einer anderen Person, dass er gesagt hat, ja, nun passen mir meine ganzen Sachen wieder, die ich vielleicht vor ein paar Jahren anhatte und die ich aber auch in all der Zeit nicht wegtun durfte. Hm. Es gab, oder es gibt einige Lieblingsstücke, sag ich jetzt mal, die passen jetzt halt wieder. Und wie, und, ja, das, und das kränkt dich schon, wenn er das sagt? Nein, was heißt kränkt? Nein, kränkt nicht. Aber das setzt eine Fantasie in Gang bei dir. Ja, ganz genau. Ach so. Ganz genau. Aber ich bin sehr erstaunt, dass das so ist. Da muss doch irgendwie schon eine Skepsis da sein. Oder nein, gar nicht. Wenn alles so richtig im Lot ist, dann freut man sich damit für den Partner und sagt, ja super, die Sachen kannst du wieder anziehen. Ja, ganz genau. Aber ja, vielleicht auch, ich sag mal, Eifersucht darauf, dass es so ist. Ich meine, sehr gut analysiert, selbst analysiert. Das glaube ich nämlich auch, Maike. Eifersucht, dass das so ist. Ja. Gibt es nur ein Mittel gegen? Wie bitte nochmal? Da gibt es nur ein Mittel gegen. Und das wäre? Ja, du musst von deinen 120 Kilo runter. Ja, ich habe das schon zweimal geschafft. Ich habe es einmal so ziemlich am Anfang unserer Beziehung geschafft. Ja. Und jetzt kurz bevor ich schwanger geworden bin, weil wir auch ziemliche Probleme hatten, überhaupt unseren Kinderwunsch erfüllt zu bekommen. Mhm. Ich war auch lange Zeit in ziemlich vielen Therapien diesbezüglich. Und dort hat man uns immer wieder gesagt, ja, eigentlich ist das Hauptproblem das Übergewicht und ja, wie auch immer. Und ja, es wurde immer und immer wieder gesagt, die Therapien waren sehr schwierig, weil man... Das heißt, dir kommt es aus den Ohren raus, wenn jemand sagt, du musst abnehmen. Ja. Ja, und vor allen Dingen... Aber du musst abnehmen, Punkt. Ja. Ich sag's dir auch nochmal. Aber das setzt bei mir irgendwie so eigentlich das Gegenteil ein. Sagt jemand zu mir, ja, du musst abnehmen und was weiß ich. Okay, dann sage ich, Mike, Mensch, 120 Kilo. Das ist ja wirklich, du bist ja ein Gerippe. Du bist ja wirklich irgendwie eine Bohnenstange. Ich will dich auf 190 Kilo haben. Ach, sehr witzig. Nein, aber das setzt irgendwo im Kopf eigentlich genau das Gegenteil aus, weil das setzt irgendwie wieder so ein Frustgefühl frei und ja, dann kommt wieder. Mhm. Ne? Und ich sag mal. Könnte denn dein Kind. Könnte das einen neuen Dreh für dich geben, auch mehr so in die Selbstdisziplin zu kommen? Denn alles das, was du jetzt für dich tust, tust du ja auch für dein kleines Kind. Ja, das weiß ich. Das war auch bei meinem Mann mit der Hauptgrund. Natürlich auch seine Grunderkrankungen, die er bedingt durch das Übergewicht schon hatte. Aber natürlich auch unsere Tochter als Hauptamt. Hast du auch schon eine Grunderkrankung? Nein, zum Glück nicht. Was natürlich sehr schnell kommen kann, ne? Das weiß ich. Hm. Ich glaube, das muss man wirklich in aller Klarheit, ohne jetzt dich zu nerven mit den Dingen, die du immer schon hörst, das muss man einfach sagen. Ja. Muss man sagen. Das ist nicht eine Frage, wir reden nicht über Ästhetik, da kann man verschiedenen Geschmack haben. Es gibt, ne? Aber es geht einfach um deine Gesundheit und dass du für dein Kind so lange wie möglich da sein solltest und dass du schön alt wirst. Ja. Da hat dein Kind etwas von. Und dass nicht du vielleicht in 5, 6, 7 Jahren schwer krank bist. Sehr schwer krank unter Umständen. Ja, das war halt... Das ist es. Das ist eigentlich die Sichtweise. Ja, ich meine, ich habe wir haben vor 10 Jahren schon mal einmal den Anlauf beide gemeinsam genommen für so eine OP. Damals wurde uns auch von der Krankenkasse genehmigt, dass wir beide einen Magenband bekommen. Mhm. Aber damals, ja, ich sag mal, ich glaube, das war... Ich weiß ja nicht, ob jetzt diese OP da nötig richtig ist, wenn du jetzt schon so eine Aversion gegen diese OP hast, aufgrund dessen, was du bei deinem Mann gerade miterlebst, dann müsstest du den mühsamen anderen Weg gehen. Ja. Und da gibt es nichts zu reden mehr, da muss man nur durch, da muss man es machen. Und du weißt, dass es immer wieder viele Frauen gibt, auch Männer, die das schaffen, die das mit bitterer Disziplin schaffen. Ja, diese Disziplin, die fehlt mir. Die kann dir dein Kind aber geben, finde ich. Das ist eine neue Situation in deinem Leben. Das ist nicht mehr so wie früher. Maike, mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche dir, dass du von den Funden runterkommst. Und dann ist das Grundproblem, was wir am Anfang gesprochen haben, auch erledigt. Dann bist du nämlich die Ranke und Schlanke und die wird angeguckt von deinem Mann. Ja, der guckt mich jetzt auch schon an. Ja, dann noch mehr. Ja, klar. Liebe Maike, du musst es machen.
Du musst es machen. Es ist wie bei allen, ich habe es gestern auch schon mal gesagt, bei allen Süchten, Abhängigkeiten, es ist immer ein harter Weg, aber es kann funktionieren. Hundert ja, und tausend. Wenn es dann Patentrezepte geben würde, dann wäre das ja alles, ich sag mal. Ja, nein, das ist eben der Punkt, dass fast jeder so seinen individuellen Weg gehen muss. Natürlich mit entsprechenden Hilfen und Angeboten, klar, aber es gibt nicht so die eine kluge Theorie, mittels derer man das dann schaffen kann. Nee, aber ich habe schon so viele Wege gewählt. Auch dann muss man nochmal neu gehen. Sisyphus ist das, nochmal von neuem. Kein Aber. Ich will überhaupt kein Aber mehr hören. Auf nach vorne. Ja. Und wenn du die ersten, sagen wir mal, 30 Kilo runter hast, unterhalten wir uns wieder. Okay. Woche drauf? Okay. Okay, du meldest uns, wenn du nicht durchkommen solltest. Okay, mach ich. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, meine Lieben, morgen heißt unser Thema, unser schönes Thema Autos. Ja, Autos. Ich möchte gerne erstmal möchte ich mit Autofanatikern sprechen. Aber wirklich mit 150-prozentigen Autofanatikern, denen das Auto wirklich das Wichtigste im Leben ist. Dann auch gerne mit Leuten, die unter Autofanatikern leiden, wie auch immer. Und damit Menschen, die wegen oder in einem Auto etwas sehr Schlimmes oder etwas sehr Schräges erlebt haben. Also Geschichten rund um das Auto. Das ist unser Thema morgen. Bin sehr gespannt, was ihr mir zu erzählen habt. Morgen. Autos. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer. Um 1 beginnt die Sendung. Oder ihr könnt rund um die Uhr natürlich auch mailen unter domian@wdr.de und euch anmelden zum Gespräch in der Sendung. Autos. Morgen unser Thema. Olaf, 42. Guten Morgen. Ja, moin, moin, Domian. Ja, Olaf. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich mit dir sprechen kann. Um was geht's? Ich habe gestern deine Sendung gesehen und ihr hattet euch unterhalten über schwere Erkrankungen. Ja, mein Kind ist erkrankt. Mein Kind ist genau, schwer krank, hieß das Thema. Mhm. Genau, mein Kind ist erkrankt. Und mein Kind hat AIH, Autoimmunhepatitis, das heißt... Moment, Autoimmunhepatitis? Ja, das habe ich noch nie gehört. Ja, genau, das ist es auch. Und das ist eine ganz seltene Erkrankung, wo sich wenige etwas drunter vorstellen können. Vorab, wie alt ist dein Kind? Mein Kind ist jetzt 15, meine Tochter. Ja, seit wann hat deine Tochter diese Erkrankung? Seit Mai 2007. Ach, noch gar nicht so lange? Nein, noch nicht so lange. Wie hat sich diese Krankheit bemerkbar gemacht? Autoimmunhepatitis. Ja, ganz normal mit einer akuten Gelbsucht. Das heißt, sie hat gelbe Augen bekommen und eine gelbe Gesichtsfarbe. Ja. Mhm. Und dann sind wir ins Krankenhaus gegangen mit ihr und dann haben sie untersucht, weil wenn man gelbe Augen hat, wird natürlich automatisch immer eine Hepatitis vermutet. Mhm. Allerdings jetzt nicht die Autoimmunhepatitis, sondern im Regelfall wird nach Hepatitis A, B und C geforscht. Ja, ja. Ja, und nachdem das ausgeschlossen werden konnte, haben sie dann weitere Hepatitis-Formen getestet oder untersucht. Genau. Mhm. Genau. Und dann kam heraus, jetzt die Autoimmunhepatitis. Das heißt, ihr körpereigenes Immunsystem zerstört die Organe. In ihrem Fall jetzt die Leber und die Schilddrüse. Das klingt aber sehr, sehr dramatisch. Ist es auch, weil... Wie geht's denn deinem Kind heute? Nicht so gut. Das heißt, seit letzten Jahres, seit Mai 2007, ist keine gravierende Besserung eingetreten? Doch, es ist eine Verlangsamung der Krankheit eingetreten. Durch Medikamente? Durch die Medikamente, ja. Ja. Genau. Aber diese Medikamente, wie das bei Autoimmunerkrankungen ja meistens so ist, die können nicht wirklich therapierend und heilend eingreifen. Doch, und das ist das Problem. In 9 von 10 Fällen wirkt die medikamentöse Behandlung, aber bei ihr leider nicht. Achso, wirkt im Sinne von Heilung? Ja, genau. Achso, das heißt, es kann theoretisch eine Heilung geben bei dieser Erkrankung, aber bei deiner Tochter gerade wirken die Medikamente nicht. Ja, richtig, richtig. Und das Problem ist jetzt eben, dass sie, eine von diesen 10 Fällen ist, wo es eben nicht wirkt. Mhm. Und das heißt, die Lebertransplantation, die steht bei ihr, die steht an. Also die einzige Rettung, die es gäbe, wäre eine neue Leber. Kann man das so sagen?
Genau. Wobei, also zurzeit ist es so, der Prozess konnte Gott sei Dank verlangsamt werden, allerdings nicht aufgehalten. Mhm. Wann jetzt die Lebertransplantation akut ansteht, das wissen wir leider noch nicht. Ach so, da muss man auch einen bestimmten, da muss man doch warten, bis man eine bekommt, ne? Also das heißt, wenn jetzt eine Leber zur Verfügung stünde, würde deine Tochter dann schon transplantiert? Also im Moment, sie steht auf der Transplantationsliste, ja. Aber sie steht jetzt nicht ganz oben, weil zurzeit die Leber noch nicht in dem Bereich also, ist, verstehe. Wo es sofort und akut nötig wäre. Mhm. Allerdings, dieser schnelle Prozess wird natürlich zur Lebertransplantation führen. Was ist denn mit der Schilddrüse? Die Schilddrüse ist auch davon betroffen. Das heißt, die Schilddrüse wird genauso wie die Leber zerstört vom körpereigenen Immunsystem. Allerdings. Die kann man ja entfernen, ne? Und genau, das ist kein Problem. Mhm. Also die Schilddrüse ist nicht lebenswichtig im Gegensatz zur Leber. Natürlich, ja. Und ich habe jetzt auch angerufen, einfach um auch mal darauf aufmerksam zu machen, liebe Leute, besorgt euch doch mal bitte schön einen Organspendeausweis. Ein Organspendeausweis, ja. Kann man nicht oft genug sagen, ja. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Zurzeit ist es so, dass 20.000 Transplantationen benötigt werden, aber nur für 1.000 jedes Jahr Organe zur Verfügung stehen. Das muss man sich mal wirklich vorstellen, dass so viele Menschenleben gerettet werden könnten, wenn genügend Organe zur Spende bereitgestellt würden. Genau. Und bei vielen Leuten ist es gar kein böser Wille, sondern einfach eine Nachlässigkeit, dass man so einen Ausweis nicht hat. Denn die meisten, oder sehr viele sind natürlich auch überzeugt davon. Es gibt natürlich auch skeptische Menschen, natürlich, aber... Ja, und es gibt religiöse Gründe, das natürlich, ist auch verständlich. Natürlich, das ist auch zu respektieren, ja, absolut. Lass mich noch ein paar Sätze zu deiner Tochter fragen. Die ist ja nun erst 15 Jahre alt, oder? Das ist ja nun gerade ein Alter, voll in der Pubertät, und hat man 1000 andere Sehnsüchte und Interessen. Wie? Und wie? Und jetzt liegt das arme Mädel da und ist so schwer krank. Ist sie ganz aus dem Alltag raus schon? Oder kann sie schon doch noch teilnehmen am Alltagsgeschehen? Ja, das ist eben das Problem dieser Erkrankung. Diese Erkrankung verursacht keine Schmerzen. Mhm. Das heißt, lediglich die Medikamente erzeugen Nebenwirkungen, aber der normale tägliche Ablauf, der ist völlig gegeben. Und ach so. Man empfindet die Krankheit nicht. Und wie du genau gesagt hast, also sie ist pubertär, und das heißt, für sie ist die Krankheit gar nicht existent und sie nimmt sie auch gar nicht wahr. Hat sie denn nicht so Schlappheitsgefühle, könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach ein bisschen schneller erschöpft ist und fertig sich fühlt? Eben nicht. Nicht, auch nicht. Eben nicht. Und das ist das Problem dieser Krankheit. Das heißt, sie wird von den Jugendlichen gar nicht wirklich wahrgenommen, weil... Als Kranke wahrgenommen, meinst du? Genau, als Krankheit. Mhm. Sie verursacht keine Schmerzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie selbst dann vielleicht diese Krankheit gar nicht so ernst nehmen kann, wenn sie sie nicht tagtäglich spürt. Ist das so? Ja, richtig, genau so ist es. Mhm. Und, aber das Fatale ist, dass unter Umständen das ganz schnell gehen kann und dann spürt sie es sehr. Ja, genau, ja? So ist es. Wenn das Organ nicht mehr funktioniert oder wenn es zu Komplikationen kommt. Genau so ist es. Das heißt, im Endstadium der Leberzirrhose spürt man dann doch sehr extrem die Schmerzen und dann spürt man auch die Krankheit. Meinst du denn, dass es euch gelungen ist, dir und also der Familie, du lebst nicht alleine mit deiner Tochter, sondern mit der Mutter zusammen? Wir sind in Verbindung mit Psychologen. Du lebst, bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend. Ach so, du bist alleinerziehend. Okay, dann meinst du denn, dass es dir und dem Psychologen oder den Ärzten gelungen ist, ihr das so richtig zu erklären, was sie hat? Ja, schon. Wir haben ihr das sehr gut erklärt. Mhm. Sie hat allerdings das Problem, dass sie das nicht wahrnehmen möchte. Die Psychologen haben ihr auch sehr geholfen, aber letztlich und endlich ist es so, dass sie... die Krankheit nicht wahrnehmen möchte. Vielleicht. Ich sag jetzt mal etwas, was ich gerade mal gar nicht so ganz intensiv überdacht habe. Ich sag's mal, wir können drüber reden. Vielleicht ist es ja sogar bis zu einem bestimmten Punkt ganz gut, wenn sie gar nicht so richtig wahrnimmt.
Wichtig ist, dass sie ihre Medikamente nimmt und wichtig ist, dass rechtzeitig eine Leber zum Transplantieren für sie da ist. Vielleicht kann sie so mit einer viel optimistischen Lebenshaltung halt auch mit der Krankheit umgehen, wenn sie sie gar nicht so nah an sich rankommen lässt. Liege ich da falsch? Genau richtig. Das sehe ich auch so. Ich bin der Meinung, wenn sie diese Krankheit ein bisschen von sich schiebt, also das heißt, sie versucht, ihren Alltag für sich zu suchen, ja, dann will ich sie nicht permanent mit der Krankheit konfrontieren und sie permanent damit belasten. Genau, weil du hast die Krankheit ja im Blick und weißt genau, was man tun muss und was gemacht werden muss und so weiter. Das ist ja genau. Wichtig. Du hast sie ja, du betreust sie ja optimal. Ja, genau. Im Übrigen vielleicht für alle Betroffenen auch mal. Ich habe ein Forum auch eröffnet im Internet und da können sich Betroffene, das heißt nicht nur die Erkrankten, sondern auch die Angehörigen, untereinander austauschen. Das heißt, wir können unsere Sorgen, unsere Nöte, aber auch unsere Freuden austauschen. Da sag doch mal kurz die Adresse. Und das ist www.aih-forum.de. Ah ja, das ist ja recht einfach. Wer es jetzt nicht gerade mitbekommen hat, kann uns nochmal schreiben oder uns mailen. Wir reichen das dann gerne weiter. Ja, wie viele Menschen haben denn diese Erkrankung überhaupt in Deutschland? Ganz wenige. Das ist eine sehr seltene Krankheit und deswegen gibt es seit ungefähr 30 Jahren überhaupt gar keine Fortschritte. Ja. Weil auch wieder nicht genügend geforscht wird, weil es zu wenige Menschen gibt. Ja, die Frage. Also was heißt ganz wenig zur Zeit? Wie viele sind es? Sind es 10, sind es 100, sind es 3? Das sind vielleicht einer von 100.000 ungefähr, man rechnen. Nee, wie viele Menschen in Deutschland erkrankt sind an der Krankheit? Kann ich gar nicht sagen, weiß es nicht. Aber es ist eine ganz, ganz geringe Zahl. Das ist eine ganz, ganz geringe Zahl. Wie kriegt man denn diese Krankheit? Das wissen die Ärzte selber nicht. Das heißt, teilweise wird vermutet, es ist eine Erbkrankheit, aber es ist nicht sichergestellt. Das heißt, die Ärzte können nicht mit Sicherheit sagen, ist das jetzt eine Erbkrankheit oder... Weil eben auch noch nicht genug geforscht wurde. Daher weiß man das gar nicht so genau. Ja, das denke ich jetzt. Ja, ich denke es dann auch. Genau. Das ist ja oftmals bei sehr seltenen Erkrankungen. Lieber Olaf, wir hoffen alle, dass deine Tochter rechtzeitig dann, wenn es nötig ist, dass sie eine Leber bekommt. Dankeschön. Und dass deine Tochter dann wieder gesund wird und dass sie... Besorgt euch einen Spendeausweis. Und besorgt euch alle einen Spendeausweis. Ich schließe mich nur an, was du gerade gesagt hast, sehr richtig. Lieber Olaf, dir und deiner Tochter von Herzen alles Gute. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 50 50. Morgen heißt unser Thema Autos. Ich möchte gerne mit euch morgen rund um das Thema Auto reden. Was fällt euch dazu so ein? Was habt ihr mit wegen eines Autos schon alles gemacht, erlebt, erleben müssen, erleben dürfen und seid ihr vielleicht auch ein absoluter Autofanatiker, der sagt, mein Auto, ich will jetzt keinen Namen nennen, mein Auto, egal, ist die absolute Nummer 1 in meinem Leben. So, da ist das Auto. Da kommt mir erstmal eine Weile nichts und dann kommen meine Freundin. Gibt's ja alles. Also, morgen heißt das Thema Autos. Hier ist Gabi. Gabi ist 52. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Gabi. Domian, und zwar bei mir geht es darum, ich habe vor 9 Monaten, bin ich beim Aussteigen im Auto, habe ich mir das linke Handgelenk gebrochen. Ja. War alles recht und gut. Ich ging in die Klinik, wurde geröntgt, bekam einen Gips. Ja. Dachte ich, das ist soweit gut, hat Kaiser 6 Wochen. Jetzt ging es los. Der erste Gips zu eng, musste man gleich wieder wegmachen. Nach wie vielen Tagen? Am nächsten. Am nächsten Tag schon, weil du so Schmerzen hattest. Ja. Und ich habe also innerhalb von 4 Wochen 6 Gips bekommen. Innerhalb von 4 Wochen 6 Gips? Ja. Und der 6. Gips, da hat mir... Immer bei demselben Arzt? Und in der gleichen Klinik, aber da ist jedes Mal ein anderer Gipser gewesen. Und auf jeden Fall beim 6. Gips hat er mir so, musst dir vorstellen, der Gips ist am Anfang, das ist ja nass, die Binde. Ja. Und da hat er mir mit der Hand so drauf gedrückt, da habe ich heute noch eine Dall an der Seite und oben. Und bin dann auch, habe von meiner Freundin, der Mann gebeten, mich in die Klinik zu fahren. Ich habe geheult vor Schmerzen. Als der das gemacht hat? Ja. Da warst du bei Bewusstsein.
Hast du da geschrien? Hast du ihm gesagt, was machen Sie hier? Ich habe gesagt, ich habe Schmerzen, das tut mir so sehr weh. Hm. Und dann hat man mich heimgeschickt und bin dann am nächsten Tag wieder hin. Hm. Und dann habe ich noch gesagt, ich habe das V5-Leiden, das ist... Was ist das? Zehnfach erhöhtes Thromboserisiko, da darfst du also nichts Einengendes haben. Ach so, das heißt, du nimmst ganz viele blutverdünnende Mittel? Ja. Und das ist immer gefährlich, wenn du irgendwo eine offene Wunde hast, weil es dann nicht so Blut... Ich muss immer was nehmen gegen das. Ich habe zehnfach erhöhtes Thromboserisiko. Ja. Auch wenn ich länger sitze, muss ich mich noch spritzen dazu, weil da besteht die Gefahr, dass ich eine Thrombose bekommen könnte. Mhm. Und auf alle Fälle hat der Arzt dann, wo ich dann mich meiner Freundin immer hingefahren hat, dass er mich nicht ausgelacht hat, war eins. Dann habe ich gesagt, ich möchte bitte einen Arzt, der wo kompetent ist. Mhm. Sagte er, ob ich glaube, er wäre Maler oder Bäcker. Hat mich unverrichteter Dinge nach Hause geschickt. Ach. Ich musste 2 Wochen aushalten. Ach. Domian, ich bin schier wahnsinnig geworden vor Schmerzen. Was ist denn da? Was ist denn das für ein ja, sag bitte nicht den Namen, sonst hast du großen Ärger. Ja, nein. Aber es ist ja unfassbar, ist das ja. Ja, ich habe Schmerzen gehabt. Es ist wie wenn du Strom oder Brennnessel. Ja, klar. Die ganze Zeit und auf jeden Fall nach den 2 Wochen. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Zeit wir sind. Wie viele Wochen waren jetzt vergangen? 6 Wochen. 6 Wochen seit dann Unfall. Dann habe ich gemerkt, dann gingen mir die Finger vorne zu. Ja. Die gingen immer mehr zur Handfläche. Also achso, die gingen hin zur Handfläche. Ja. Du hast eine Faust gemacht, so in der Richtung. Genau, und so habe ich es jetzt, Domian. Also der Gips ist jetzt runter? Da gibst du dich runter. Die Hand ist aber steif und du hast eine Faust. Ja. Und kannst die Finger nicht aufmachen. Dann war es so, dann hat man mich, wo der Gips wegkam, der 6. Der Arzt hat nicht einmal auf die Hand geschaut, hat nur aufs Röntgenbild geschaut und sagt, ist gut, gib mir ein Rezept für Physiotherapie. Und ich habe mich schon gefreut auf meine Arbeit. Domian, ich habe es gar nicht geglaubt, meine Hand war mindestens 5-mal so dick wie normal. Sag mal, ich bin da wirklich jetzt sehr, sehr erstaunt und empört, auch was ich da höre. Waren das jedes Mal in der Klinik, in der du warst, andere Ärzte, die das gemacht haben? Jedes Mal ein anderer Arzt. Und auf jeden Fall hat mir der Physiotherapeut dann gesagt, ob ich denn keine Schmerzen hätte und es wäre ein Morbus Sudeck. Was heißt das? Ein Morbus Sudeck, das ist ganz selten. Das kommt also von, wenn zu enge Gipse gemacht wurden. Mhm. Und da kann man heute noch gar nichts richtig sagen, weil das also ganz selten ist. Das heißt also, der hat die Ärzte, die das gemacht haben, haben es vermurkst an dir. Ja, genau. So muss man das sagen. Und diesen Morbus, wie heißt das, Morbus Sudeck? Morbus Sudeck. Das kann man nicht operieren oder nicht nochmal? War ich 3 Wochen in derselben Klinik dann anschließend. Warum gehst du denn dann immer wieder in dieselbe Klinik? Ja, ich war auch in einer anderen Klinik, in einer ganz kompetenten, beste, wo es in Deutschland gibt, 6 Wochen intensiv. Mhm. Und die haben mir gesagt, also die können mir jetzt nicht mehr weiterhelfen. Ich habe jetzt erste Gutachten gehabt, weil ich habe gesagt, ich kann ja so, also ich bin auch noch, ich mache meine Sache mit der linken Hand. Habe ich gemacht. Was arbeitest du denn? Ich habe eine Kantinenleitung. Ich muss in der Kantine arbeiten. Ich brauche meine beide Hände. Ja, da brauchst du wirklich beide Hände. Und auf jeden Fall ist jetzt das erste Gutachten abgeschlossen, weil dann hat man mir noch sagen wollen, ich hätte mir das vielleicht eingebildet oder hingezaubert. Mhm. Und der Neurologe und Psychologe, was da zusammen waren, haben also gesagt, dass es also von chirurgischer Seite her ist, dass also so nichts ist. Und jetzt stehe ich da, Domian, das sind 9 Monate. 9 Monate, Schmerzen sind es und die Hand und ist vermurkst. Ich habe Medikamente, da habe ich Magenprobleme, ich habe hochgradige Schmerzmittel. Ja. Also, und du kannst deine Arbeit nicht ausführen. Nein. Das ist ja schlimm, wirklich, das ist schlimm. Es gibt in Deutschland so ein Netzwerk von Leuten, die sich zusammengetan haben, die unter ärztlichen Kunstfehlern leiden, weißt du das? Nein. Würden wir dich gleich gerne mal gut informieren, würde ich dir auch sehr dringend raten, dich mit denen in Verbindung zu setzen, weil du da mit Betroffenen reden kannst. Da sind Fachleute angeschlossen, Juristen, wichtige Ansprechpartner wären das für dich. Ach, das wäre ja super, weil ich kenne mich ja da nicht. Mhm, ich weiß nur, ich habe mal eine Schwägerin gehabt,
der hat man auch vor bestimmt schon 20 Jahren Gebärmutter raus und hat ihr die Blase also verschnitten und der Unterleib also zerstört, da ging die Ehe kaputt und alles. Die hat ihr ganzes Geld für Rechtsanwalt ausgegeben und wo das Geld zu Ende war, war der Prozess immer noch nicht fertig. Da hat sie das Geld verloren und die Ehe ging kaputt und alles. So ich bin nicht wohlhabend, Domian. Ich kann mir nicht sagen, ich kann da 10.000 Euro zahlen. Ich weiß, das ist in Deutschland sehr schwer für Leute, die nicht gerade sehr viel Kohle haben, sich gegen solche ärztlichen Kunstfehler, ist auch mal so ein Begriff, gegen Ärztefehler sich aufzulehnen. Aber man sollte es tun und man sollte es immer tun. Und man sollte sich da kompetenten Beistand holen, auch wenn man eben nicht so viel Geld hat. Und da würden wir dir gerne behilflich sein und dir die entsprechenden Adressen an die Hand geben, dass du mit den Leuten Kontakt aufnimmst. Oh, das wäre ganz super, Domian. Also da würde ich dir wirklich von Herzen viel Erfolg wünschen, dass da ein wenig was in die Gänge kommt und dass du dein Recht bekommst oder vielleicht auch dann oder mit Sicherheit irgendwann eine Geldzahlung für all die Dinge, die du hast da erleiden müssen. Weißt du, Mann, das ist manchmal, ich heul, ich sitze da vor Schmerzen, ich heul und du bist machtlos, ja. Du kannst nichts machen mit der linken Hand. Ja, ja, ja. Aber weißt du, und wenn ich sowas schon höre, so eine Antwort von dem Arzt, glauben Sie denn, dass ich Metzger oder Maler bin? Das finde ich wirklich unglaublich, wie man sich dann Leuten gegenüber sich so aufspielt. Und das Einzige, was ich sagen muss, der Chef und der Klinik, ich werde jetzt super behandelt. Also ich habe immer der Chefarzt, aber da habe ich nichts davon. Meine Hand ist, ich habe gesagt, ich werde hier irre. Und wenn man dir immer sagt, abwarten, es kann nicht. Und das ist das Schlimme, Domian. Ja. Das Ungewisse. Ja, das Ungewisse, ich weiß. Liebe Gabi, wir machen das jetzt so. Jetzt legst du bitte auf und die Anja, meine Psychologin, ruft dich an und versorgt dich mit den entsprechenden Info-Geschichten und dann hoffe ich, dass du ein Stückchen weiterkommst. Oh, das ist ganz arg lieb von dir, ja. Alles Liebe, alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Danke dir recht herzlich, Domian. Tschüss. Unser Thema morgen heißt Autos. Heute haben wir aber nach wie vor eine freie und offene Themenrunde und ich bin verbunden mit Michael und Michael ist 48. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Michael. Wir hatten vor kurzer Zeit ein Gespräch und zwar, falls du dich noch dran erinnern kannst, hatte ich mit meiner Mutter rund 30 Jahre keinen Kontakt mehr, weil wir uns entzweit hatten. Ja, ich erinnere mich. Du hast mir den Tipp gegeben, ich sollte doch mal über meinen Schatten springen. Das habe ich gemacht und ich möchte mich doch bei dir ganz herzlich und bei deinem Team bedanken. Also der Kontakt ist jetzt wieder da. Wir telefonieren fast täglich und ich habe sie also auch schon besucht. Und erzähl doch mal vielleicht netterweise nochmal für die Leute, die sich nicht mehr erinnern können oder damals nicht dabei waren, warum du so lange nicht Kontakt hattest zu deiner Mutter. Damals haben sich meine Eltern scheiden lassen und dann ging das natürlich hin und her, wer nun die Kinder haben sollte. Und ich bin dann ja nun eben ins Heim abgeschoben worden. Und ja, das habe ich dann den übel genommen und habe dann den Kontakt einfach ganz knallhart abgebrochen. Und seitdem war eigentlich auch absolute Funkstille. Ich habe da auf gar nichts reagiert. Und kannst du vielleicht netterweise auch nochmal erklären, warum du jetzt so gerade in dieser Zeit so dir so viele Gedanken gemacht hast, ob du Kontakt aufnehmen sollst oder ob du es nicht tun sollst? Naja, das ist eigentlich von meiner Schwester aus England initiiert worden. Der Stiefvater ist gestorben und sie und meine Lebenspartnerin haben doch dann auch, genau wie du gesagt, man muss doch irgendwann mal den Streit, den Zwist mal beiseite legen und auch mal an das Gute des Menschen denken und appellieren und man sollte doch die Köpfe wieder zusammenstecken und friedlich miteinander umgehen. Soweit ich mich erinnere, hattest du doch auch über deine Schwester erfahren, dass deine Mutter schon nach dir gefragt hatte, ne? Und dass da ein Interesse war. Ja, aber das habe ich auch 3 Jahre lang einfach ignoriert. Jetzt hast du den ersten Schritt gemacht. Richtig. Du hast sie angerufen oder wie hast du es gemacht? Nein, dazu hat mir der Mut gefehlt. Ich habe erst mal eine SMS geschickt. Und das war eine ganz lustige Sache. Das war das Telefon von ihrem Mann. Das war aber nun aus. Ach so. Und
das habe ich dann meiner Schwester per E-Mail geschrieben und dann kriegte ich eine SMS von meiner Mutter und dann spielte sich das so langsam so peu à peu ein. Das ist ja lustig, per SMS habt ihr euch so ein bisschen angenähert erstmal. Richtig, in den ersten zwei Wochen haben wir beide so um die 50 Euro an SMS erstmal verbraucht. Und keiner hat sich getraut, mal an den Telefonhörer zu gehen? Danach doch. Man hat natürlich erstmal ein bisschen abgeklopft, wie die Gegenseite ist, ob man noch da böse ist oder so, ne, oder ob irgendwelche Vorurteile sind, aber sind nicht. Das ist auch angesprochen und ausgeräumt worden. Und nun hast du sie inzwischen auch getroffen? Wir haben sie auch besucht. Ja. Wie war denn das? Da muss doch ein irres Gefühl sein, wenn man nach so vielen, 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 vielen Jahren, Jahrzehnten die Mutter sieht. Ja, stand ich davor und ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Mhm. Aber ich weiß nicht warum, aber ich habe sie dann einfach in den Arm genommen und gedrückt. Und sie dich auch? Ja. Und da denke ich mal, ist das Eis dann auch gebrochen. Ja. Das heißt, du bist froh, dass ihr jetzt in Kontakt seid und ihr werdet auch in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall. Mhm. Gelingt es dir, zu deiner Mutter, die du so lange nicht gesehen hast, Mutter oder Mutti oder Mama zu sagen? Mittlerweile schon. Ja. Am Anfang habe ich sie mit Vornamen angesprochen, aber jetzt sage ich auch Mutti. Ja, glaube ich. Das ist sicher ungewohnt. Hat sie dir Erklärungen gegeben, warum das alles damals in der Vergangenheit so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Nein, das haben wir nur kurz angesprochen und waren uns einig, wir wollen die alten Sachen begraben lassen. Wir wollen da nicht drin rumwühlen, weil vielleicht könnte dann wieder böses Blut hochkommen und das wollen wir auf keinen Fall. Ne? Okay, wenn das jetzt so das Arrangement ist und ihr euch jetzt ihr froh seid, dass ihr euch habt und dadurch jetzt so ein neues Leben, auch ein neues Beisammensein, Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden ist, finde ich das gut. Ja. Finde ich sehr gut. Ja, prima, dass du nochmal angerufen hast, Michael. Freut mich sehr. Ich sage das ja immer sehr gerne, dass ich mich so freue, wenn ihr euch nochmal meldet bei mir nach der einen oder anderen Geschichte. Ja, das wollte ich dir nämlich auch sagen und ich wollte mich ganz herzlich bei dir und deinem netten Team da auch noch bedanken. Ne? Das freut mich, vielen Dank. Macht mal weiter so, ne? Wir versuchen's. Oh. Lieber Michael, alles Gute und schönen Gruß an deine Mama. Ich danke. Tschüss. Und weiter geht es mit der Yvonne. Yvonne ist 23. Hallo Yvonne. Hallo. Yvonne, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, und also erstmal bin ich froh, durchgekommen zu sein. Ja. Und ich habe hier gewartet und gewartet und wollte eigentlich schon auflegen, aber habe ich überlegt, dann wäre es ja ganz umsonst gewesen. Ja, also um was geht's denn? Meine Mama ist verstorben an Krebs, als ich 16 Jahre alt war. Mhm. Und heutzutage bin ich 23 und das sind so Dinge, die, ja, wie soll ich sagen, also nehmen mich schon noch mit. Also es berührt mein ganzes Leben so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn ich meine, das sind vielleicht 6 Jahre her, aber was sind 6 Jahre, wenn man einen Menschen verloren hat? Ja. Ist deine Mama damals plötzlich verstorben? Ja, naja, plötzlich nicht. Also sie hat 3 Jahre gekämpft. Ja. Und sie hat es für mich getan. Was hat sie für dich getan? Also sie hat für mich, also sie ist an Krebs erkrankt und dann hieß es ja Chemotherapie und erstmal OP und ne. Und meine Mutti wollte das von Anfang an, wollte sie es eigentlich gar nicht. Sie hat gesagt, nee, ich möchte mich nicht operieren lassen, ich möchte keine Chemotherapie. Mhm. Und dann hat ihr Papa und ihre Mama zu ihr gesagt, ja, hier, du hast noch eine kleine Tochter und überlegt es nochmal gut und ja, sie hat gekämpft für mich. Also hat sie die ganzen Kräfte, die sie hatte, mobilisiert, um so lange wie irgend möglich doch noch für dich da zu sein? Ja. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Oh, es war eigentlich immer ganz gut, ne? Also, ja. War mein Sonnenschein. Ja. Und du wahrscheinlich für sie auch? Ja, ich hoffe, ne? Einzelkind? Hm? Einzelkind? Ja, Einzelkind. Einzelkind. Mhm. Warst du damals dabei, als deine Mutter gestorben ist? Ja, ich war bis zum letzten Atemzug da. Mhm. Ich war die Letzte, die sie auch gesehen hat. Bist du mit dir so ganz im Reinen? Also manchmal, wenn jemand stirbt, dann macht man sich ja irgendwie noch Vorwürfe, dass man denkt, ach, das hast du falsch gemacht oder hier hättest du dich besser verhalten sollen. Wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist es so, wenn ich so zurückdenke, dann denke ich immer, ich hätte vielleicht
als Tochter mehr für sie da sein können oder sollen. Wie meinst du das? Also während der Erkrankung oder früher genau, schon? Während der Erkrankung, ja. Warst also du denn ich habe mich viel auf meine Schule konzentriert und was man halt so als 14-, 15-Jährige so macht. Mhm. Mhm. Und mich irgendwie gar nicht so richtig mit der Krankheit auseinandersetzen können und wollte es, glaube ich, auch nicht. Mhm. Und richtig mit der Krankheit auseinandergesetzt habe ich mich erst so in der Endphase. Da habe ich dann in den Sommerferien angefangen, im Altenheim bei meiner Tante zu arbeiten. Mhm. Und da kam ich, habe ich irgendwie gemerkt, ich komme damit besser klar, dass ich zu Hause meine kranke Mutter habe. Und, mhm. Aber dann hast du doch eigentlich einen ganz guten Weg eingeschlagen, finde ich. Ja, aber leider erst in der Endphase, ne? Ja, aber du hast es ja gerade auch selbst gesagt. Ich meine, da warst du 14, 15 so in der in der ersten Zeit der Erkrankung. Hm. Das ist aber auch sehr schwer, sich da ganz korrekt und adäquat zu verhalten. Das kann man ja gar nicht. Das kann man ja als Erwachsener oftmals gar nicht. Nee, kann man nicht, das stimmt. Und wenn man so jung ist, ist das ja erst auch mal, ist man ja ganz hilflos so einer Situation gegenüber. Hm. Wenn du, ich finde sehr wichtig, was du dann zum Schluss gemacht hast, wenn du zum Schluss bei deiner Mutter warst und ihr beigestanden hast und so sogar in der Todesstunde bei ihr warst, mhm. ist das doch was ganz, 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 ganz Tolles und für sie sicher was ganz, ganz, ganz Schönes gewesen. Ein großes letztes Glück, was du ihr hast geschenkt. Mhm. Und darüber wird sie vielleicht vieles verziehen haben, was vielleicht dann nicht so ganz in Ordnung war, aber du warst ihre Tochter. Ja, stimmt. Ist deine Mutter zu Hause gestorben? Ja. Ja. Und es war wirklich dann auch so, manchmal sterben die Menschen ja, wenn sie alleine sind, aber in dem Fall warst du dann dabei. Zu welcher Tageszeit war das? Ja, es war, glaube ich, 21 Uhr abends. Hm. Und das war schon... Wir waren alle dabei, also es fing eigentlich an so um, ich glaube, 18 Uhr, 18.30 Uhr, dass es ihr immer schlechter ging. Mhm. Und alle, die sie kannten, also so aus dem näheren Bekannten- und Verwandtenkreis, die kamen alle nochmal, mhm. haben sie alle nochmal gesehen. Und mhm. ja, der engste Familienkreis, so Oma, Opa, Tante, Onkel, ihr Mann und ich, ja, wir haben sie dann so zum Schluss begleitet. Mhm. Nun sind einige Jahre vergangen. Würdest du sagen, dass du natürlich trauerst um deine Mutter, ist ja auch klar. Würdest du aber sagen, dass du nicht Abschied nehmen kannst, dass du auch nicht loslassen kannst? Doch, das schon. Also ich weiß, dass es für sie, also jetzt weiß ich, dass es für sie eine Erlösung war und dass es besser so war. Aber ja, das Problem ist, diese ganze Trauerbewältigung, die habe ich noch überhaupt nicht abgeschlossen. Also ich würde sagen, mit diesem Telefonat fange ich sie gerade an. Ach so. Wie kommt das, dass sich das so lange hingezögert hat? Ja, also ich bin nach dem Tod meiner Mama weggezogen. Mhm. Also ich komme eigentlich aus Potsdam. Mhm. Und ich musste da weg. Also das stand schon mal fest. Also ich habe sowieso danach eine Lehre begonnen als Hotelfachfrau. Bist du weit weggegangen von Potsdam? Hm? Bist du weit weggegangen von Potsdam? Ja, 500 Kilometer. Ah ja, das ist natürlich dann ein großer Einschnitt. Also ich wohne hier ganz alleine, also ich habe sicherlich über die 7 Jahre, wo ich jetzt hier bin, Freunde gefunden, aber meine Familie, so Tante, Onkel, Oma, Opa, die halt noch da sind, die wohnen in Potsdam und ich wohne hier. Mhm. Und ich denke, es war ganz, ganz gut, weil hier habe ich angefangen zu leben. Ja. Und es gab hier Menschen. Aber dennoch hast du das Gefühl, dass da irgendwas nicht richtig so abgeschlossen ist. Ja, trotz alledem, ja, weil... Wenn November, Dezember kommt, also meine Mutti ist im November verstorben, am 9.11. Ja, dann kommen natürlich auch mit der Jahreszeit die Erinnerungen. Also ich merke, ich verfall da in irgendeiner Depression. Also ich lebe über den ganzen Tag hinweg ganz gut und sobald ich unter Menschen bin, das ist auch alles in Ordnung. Mhm. Aber wenn ich nach Hause komme und in meinem Bett liege oder was weiß ich, alleine halt bin, dann kommt es hoch und... Ja, ja. Ich hatte bis vor kurzem einen Partner, mit dem war ich 3 Jahre zusammen und dachte eigentlich, das ist der Mann meines Lebens und er hat mir meinen ganzen Lebenswillen und Lebensmut zurückgegeben. Und dann plötzlich haben wir uns getrennt. Ja.
Und dann war das wieder so, als wenn... Ich muss unser Gespräch jetzt auch trennen, weil wir werden gleich getrennt, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Aber ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal zurück, okay? Okay. Bis gleich. Tschüss. In der Technik heute Nacht Thomas Widdig. Morgen heißt unser Thema Autos. Geschichten rund um das Auto. Bin sehr gespannt, was ihr mir dazu erzählen werdet. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, rund um die Uhr mailen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht.